Hallo und herzlich willkommen da draußen im World Wide Web. Hier ist euer Tommy und auf der anderen Seite des Flosses ist der liebe Klubby. Und wir spielen Raft und wir haben jetzt, glaube ich, eine Woche keine Folgen hochgeladen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Denn, und das erzählt euch der liebe Klubby. Denn Raft will ein Safe Game speichern und zwar im Moment auf meinem Rechner. Und wollte das dann irgendwann synchronisieren und entweder habe ich mit meinen dicken Fingern was falsch gedrückt oder da ist ein Fehler im Speichervorgang. Ich tippe mal auf den dicken Finger. Ende vom Lied war, ich hatte dann plötzlich eine ganz alte Version unserer Spielwelt und habe dann die Community, die sich um den Klabauter-Dienstag rumrankt, habe ich aktiviert und wir haben gemeinsam versucht, das Raft wieder so ungefähr herzustellen, wie wir es in dem letzten Mal hatten, als ihr zugeschaut habt. Hier in dem YouTube-Kanal oder Kanälen. Genau, also Raft war kaputt und die Community hat es wieder aufgebaut. Und da geht natürlich ein ganz besonderer Dank, gilt da dem lieben Rambold und dem lieben Eddie. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass ihr da diesem dicken Mann da drüben ein bisschen zur Hand gegangen seid. Das wäre anders ziemlich nervig gewesen. Es war, so hat Spaß gemacht. Ja, es war, das waren ja, wie viele Stunden waren dazwischen? 5, 6 Stunden? Arbeitszeit? Ja, ungefähr. Stunden, ne? Zu dritt oder so. Das ist schon eine echte Herausforderung, eine absolute Nummer gewesen. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan, wie ihr habt es quasi fast so wiederhergestellt, wie ich es in Erinnerung hatte. Natürlich gibt es da so ein paar Feinheiten und ich habe schon geguckt, was ich jetzt noch alles optimieren kann. Und, nervöses Augenzucken. Nein, ihr kennt mich. Ihr wisst, wie ich bin. Ich muss alles nochmal aufräumen und umräumen und optimieren und verwurschteln und. Also, das bleibt natürlich nicht aus. So. Aber das ist ja auch okay. Wir hatten ja gesagt, wir versuchen es ungefähr wieder so herzustellen, wie es war. Und das ungefähr ist, glaube ich, gelungen. Ist euch sehr gelungen. Ich bin auch sehr stolz auf euch. Ich selber habe mich ja ein bisschen gedrückt. Aus Gründen. Falls die Frage hier auftauchen sollte, warum ich nicht mitgeholfen habe. Ich war an diesem Tag verhindert. Ich hatte einen Termin, den ich schon sehr, sehr lange hatte. Und ich habe sporadisch reingeguckt. Und ich war ganz stolz. Ich musste sogar an einer Stelle ein Tränchen. Nein, musste ich nicht. Aber war schon eine coole Nummer und ich freue mich tatsächlich sehr, dass es so gut geklappt hat. Obwohl das Tränchen musste ich mir dann vielleicht verkneifen, als ich gesehen habe, was hier so fabriziert. So, wir haben jetzt ein Problem, Tommy. Haben wir? Haben wir das wirklich? Was ist das hier? So Sperrgebiete, Rambolz. Ich lege mich da jetzt hin. So. So. Was willst du jetzt machen? Wir haben ein Navigationsproblem. Wieso kann ich jetzt. Ach, kann tagsüber nicht einschlafen. Ach so, jetzt ist aber Nacht. Jetzt ist aber Nacht. So, erzähl mal, was haben wir denn für ein Problem? Wenn du hier mal auf das Radar guckst, dann müssen wir nach Osten fahren. Also nach rechts fahren. Weiß nicht, ob das Osten ist. Segel ist gesetzt. Wir bewegen uns keinen Millimeter. Anker ist... Ach, weil du den Anker runtergelassen hast? Ich habe den Anker gar nicht angefasst. Hä? Ach, ja, er war auch nicht unten, er war oben. Ich habe ihn gerade runtergelassen. Ich nehme ihn jetzt wieder hoch. Warum fährst du nicht? Also... Doch, wir sind in der Nähe von der großen Insel, die wir aber schon gelootet haben. Das ist okay. Wir müssen zu dem blauen Ding, was eben das neue Ziel ist. Und ich fürchte, wir müssen irgendwie den Bauplan, den wir letztes Mal in dem Schiff gefunden haben, von dem Schaufelraddampfer müssen wir bauen. Müssen wir bauen oder habt ihr den nochmal geholt? Den haben wir, den Bauplan haben wir geholt, aber den Schaufelraddampfer müssen wir bauen. Weil mit dem Wind alleine kommen wir nicht gegen die Strömung an. Ach, meinst du, das ist jetzt quasi so getriggert, dass wir jetzt, ich sag mal, ein Schaufelrad bauen müssen? Wir könnten auch uns viele, viele Ruder bauen und rudern. Okay, pass mal auf. Weißt du, was wir machen? Ich bereite mal das Floß bautechnisch auf das Dampferrad vor.
Und okay. du auf das Rad. Wie viele Räder müssen wir denn bauen? Minimum eins erstmal. Die sind gar nicht so teuer. 5 Seile, 5 Metallbarren, eine Leiterplatte und 20 Planken. Okay, 20 Planken ist ein bisschen was, aber. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich muss jetzt mal gucken, wie symmetrisch wir hier hinten sind. Okay, ich geh mal Holz fällen. Okay, geh mal Holz fällen. Ich habe auch noch was Zweites, was ich gerne erforschen und bauen würde. Nämlich eine automatische Bewässerungsanlage so, für unser. 2, 2, 2. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, zwei in der Mitte können frei sein. Wie groß ist dieses Schaufelrad? Kann ich das, sehe ich das schon? Es gab Updates, ne? Das sind hier tolle neue Symbole, oder? Was für Symbole? Ich denke nur laut. Segel, Paddelwimpel, Antenne, Motor. Der Motor. Ich kann nichts herstellen. Okay, Leiterplatte. Die Leiterplatte, ich guck mal, wir haben, glaube ich, noch Metallbarren. Ah, ich habe noch einen Tipp aus meinem Stream gekriegt. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt und ich weiß noch nicht, warum. Aber es kam der Tipp für später, schmeiß keine Tierköpfe weg. Keine was? Keine Tierköpfe. Warum? Wollten sie mir nicht sagen, um mich nicht zu spoilern. Aber was mache ich denn mit den Tierköpfen? Packe ich hier denn einfach in eine Kiste oder einfach, was? Genau, einfach aufbewahren. Okay, alles klar. Ja, also ich muss hier nochmal umbauen. Jungs, es tut mir leid, aber ich muss hier nochmal umbauen. Das ist noch nicht so... Oh, wir werden gerade sogar auf die Insel zugetrieben. Das ist noch nicht so Tommy-like, wisst ihr? Aber ist recht. Ist okay. So, mit Süßwasser füllen. So. Aber ich freue mich wirklich sehr. Der Eddie wollte mich ja noch an dem Abend so ein bisschen ärgern. Und hat mich dann, spaßigerweise eines Faulpelzes beschuldigt. Aber... Ja, recht hat er. Naja, ich hab mich gedrückt. Aber warum... Es ist sehr, sehr unheimlich, dass... Piepmatz! Piepmatz! Oh. Wir müssen hier von dieser Insel weg. Das ist... Oh, cool! So, Ankers oben. Wenn man sich irgendwo unterstellt, dann kommt der wohl nicht. Aber ja. Ja, aber... Also ja, er kommt, hier. Aber er schmeißt auch einen Stein, aber er... Na, jetzt bewegen wir uns fort. Jetzt hast du das Segel gedreht, ne? Ja, aber es ist in die falsche Richtung. Bewegen wir uns fort. Ja, aber wenn wir uns jetzt doch bewegen und das doch relativ schnell. Aber halt nicht auf unser Ziel zu. Also ja, vom Piepmatz weg, das ist schon mal was. Ja, da müssen wir halt einen großen Bogen fahren. Ja, wie auch immer, wir brauchen ein Schaufelrad. Ich habe dir noch einen Metallbarren, habe ich dir in den Eisenbarren Kanister, sag ich schon. Also die Metallbarren, die liegen neben der Schmiede. Das ist wie gehabt, wie es vorher auch war. Neben der Schmiede? In der Kiste neben der Schmiede. Ah, okay, aber die Kiste... Okay, wir brauchen aber hier zwei Kisten. Aber das mache ich alles jetzt nach und nach. Boah, ich freue mich voll darüber, dass es so schön geklappt hat irgendwie. Ich finde das klasse. Ja, finde ich auch sehr schön. Ja. Community! Ist halt eine schöne Community. Oder ob sie schön sind, weiß ich nicht, aber eine sehr hilfreiche. Also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass so einige in der Community nicht schön sind. Ja, dann passen sie ja zu uns. Genau. Nein, alles natürlich mit dem Augenzwinkern. Klabbi, du bist der Schönste. Ja... Spieglein. Verrat mir. Aber eins müsst ihr mir verraten, Jungs. Eine Sache müsst ihr mir verraten. Warum die so viele Winkekatzen? Warum? Weil Eddie im Prinzip die ganze Zeit geangelt hat. Das wirst du an unseren reichhaltigen Fischvorräten merken. Ja, ich werde... Alles, was er geangelt hat, was man nicht essen kann, hat er irgendwo aufs Schiff gestellt. Ich habe die heftigsten Dinge habe ich schon wieder weggetan. Oh, und ich glaube, ich verbrate gerade unsere Batterie. Verdammt.
So, ich werde mal gerade noch die Ente hier. So. Ich habe gerade gedacht, ich habe das den Stream gestartet. Aber. Schraubholz und Leiterplatte. Das wäre mir letztens irgendwann mal fast passiert irgendwie. Da hätte ich fast den Stream gestartet. Neben der Aufnahme quasi. Ja. Gibt schon mal ein Preview für deine treuesten Fans. Genau. So, wir hatten ja hier so einen Stuhl. Genau, wir hatten hier so einen Stuhl gebaut. Also eine Winkelkatze und eine Ente würde ich gerne behalten. Ja, oder sie halt irgendwo hinstellen, wo sie nicht viel anrichten kann. Irgendwie auf den Turm hoch oder so. Ja, irgendwie. Oder vielleicht hier auf irgendwo eine Ecke, auf ein Möbelstück oder sowas. Ich habe das irgendwie gerne, dass man. Na, hier liegt noch ein Haufen Krimskrams. Ach, hier sind noch die ganzen Samen drin und sowas. Ja, wobei wir die jetzt gerade brauchen. Ich habe jetzt gerade Bäume gefällt, dass wir. Ja, ist recht. Ich habe auch nichts gesagt. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Freunde, ich muss hier aufräumen. Das geht so nicht. Auf der anderen Seite werde ich mal ein Möbelstück bauen, einen Tisch oder so, und dann stelle ich dann die Sachen drauf. Ein Tisch. Holz und Schrott. So, ein Stühlchen haben wir ja. Ich werde mal einen Tisch bauen. So. Oh, Tommy, ich habe was Geiles gebaut. Was Geiles? Was richtig Geiles. Was hast du denn Geiles gebaut? Zeige ich dir gleich, sobald ich eine Batterie gefunden habe. Wahrscheinlich muss ich eine bauen. Wie baut man eine Batterie? Schrott, Kupfer, Kunststoff. Kriegen wir hin. So. Schrott. Den Tisch. Es muss ein bisschen gemütlicher ausschauen. Ich nehme mal den Stuhl weg. Den baue ich dann mal vorübergehend hier rüber. So, es gibt wieder ein bisschen Hausflipper in dieser Folge. So, Hausflipper, guck mal. Was? Hier drüben bei unserem Feld. Hui. Ja, denn? Ich komme. Hausflipper. Ja, warte. Bin da, wer noch? Hier hinten, das in der Ecke, das hier in der Ecke ist trocken. Ja, ich weiß. Das hätte man... Nee, nicht. Geh mal einen Schritt zur Seite. So, da auf das leere Feld baue ich jetzt einen Sprinkler drauf. Den kann man mit Wasser füllen. Und wenn man dem eine Batterie gibt, dann erkennt er selbstständig, dass ein Feld trocken ist und sprinkelt das und wässert das. Okay, dann war es... Ah ja, stimmt, da wächst ja schon Gras. Also wenn unsere nette Ziege jetzt ein Feld abfrisst... Die sieht aber nicht so nett aus. Heißt die Ziege Tommy? Was war das denn? Ach, wie süß. Eine Ziege namens Tommy. Und was war mit Brunhilde nochmal? Brunhilde war das Huhn, aber das... Das Huhn hast du eingetauscht? Das Huhn ist dem Speicherstand zum Opfer gefallen. Und wir haben kein neues Huhn fangen können. Stimmt, schade. Brunhilde! Komm mal nochmal her, das hab ich erst ewig nicht gerafft. Schau mal auf diesem Wasserspeier, auf der Seite ist eine Kreidezeichnung drauf. Ja, warte mal, ich muss es gerade mal noch dramatisch abschließen. Brunhilde! Okay, reicht. Für die Leute, die es auf Klabbis Kanal jetzt gucken, ihr müsst euch da so einen Hall vorstellen. Damit es dramatischer klingt. So, was? Auf der Seite von dem Wasserspender ist eine... Nein, nicht hier. Drüben. Was für ein Wasserspender? Ich jetzt hier nicht hoch. Den wir eben gerade gebaut haben. Du meinst den Wassersprengler? Wassersprengler. Sprengler. Spender. Sprengler. Irgendwas mit S vorne. Yes. Okay. Da ist ein Dusch. Und die Zeichnung... ist sozusagen immer die Bedienungsanleitung von den ganzen... Ach, verstehe. Es kann quasi 8 Felder bewässern. Genau. Das ist gut. Verstehe. Funktioniert auch bei anderen Maschinen, die man baut, dass man im Zweifelsfall alles, was man beachten muss und so, dann da zu lesen findet. Ja, schön, cool. Also ich finde das gut. Weil so könnte man dann irgendwie so 2-3 Gehege irgendwie bauen, ne? Ich glaube, es reicht doch, ein Gehege zu bauen. Die Tiere kann man teilen. Die fressen sich, glaube ich, nicht gegenseitig.
Ja, trotzdem, es muss einfach schön sein. Du bist immer so sehr pragmatisch und so sehr, ja, wie sagt man? Pragmatisch. Ja, genau. So, wollen wir mal noch den Bau eines Gedingensbummens angehen? Eines Motors? Ach so, auf dem Tisch kann man das Ding bauen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, warte mal. Ich muss jetzt mal noch eine Sache machen. Und zwar müssen jetzt erstmal hier noch diese Schuhe irgendwie weg. Und der ganze andere Kram. Ich bin auch noch vollgepackt mit Millionen Sachen irgendwie. Ach, siehst du mal. Ich habe ja die kannst du dich noch an die Sammelnetze erinnern? Die ich weggemacht hatte, wo du noch ins Wasser gefallen bist? Die habe ich zum Beispiel auch noch im Inventar. Und das war... auch weit nach dem... Ja, also wir haben schon festgestellt, Tommy hat irgendwie sein Inventar behalten. Das ist dem Speicherstand Schrott nicht zum Opfer gefallen. Das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Das muss man nicht verstehen. Ja. Achso, baust du jetzt hier hinten die so Platten zu? Zubauen? Also ich will hier quasi... Das war der Hai. Guck mal, Tommy, hier, so sieht der Motor aus. Ja, bau dir einfach mal irgendwo hin. Ich will mal gucken, wie der aussieht, damit ich den schön baue. Okay, das braucht dann quasi drei. Okay, verstehe. Ja, okay, alles klar. Gut, ich habe schon eine Idee. Lass mich das mal machen. Lass uns mal pennen gehen. Boah, was ich hier aufräumen muss, das braucht mindestens 20 Folgen, bis ich hier fertig bin. Ich lieg's so, einfach nur so, weil ich es machen kann jetzt gerade. Rambold, ich versau dein Bett. So. Ich sabber da rein. Weißt du? Ich wollte gerade fragen, was hast du vor? Und dann furze ich ins Kopfkissen, damit du schöne Bindehautentzündung kriegst. Von einem ins Bett gefurzten Furz kriegt man eine Bindehautentzündung. Ich hab keine Ahnung. So. Okay, ist recht. Ein Tisch. Eine Miezekatze. Ich hab. Warte, ich stelle das mal alles hier hin. So. Achso, auf den Stuhl kann ich das nicht stellen. Ich stelle das erstmal dahin. Dann war ich ja. Ich hatte ja hier noch. Halt. Was ist das hier? Was ist das denn hier? Ach, das ist eine Kerze? Eine Kerzenflasche? Die Kerzenflasche ist eigentlich ganz nett, finde ich. Was war das? Ich habe irgendwas gehört gerade. Egal. So. Ich fäll gerade die Bäume wieder. Ja, ist recht. So, Plastik war hier. Guck mal dann. Ah, guck mal, hier sogar noch. Ich hätte sogar noch Schrott und Metallbarren. So, Metallbarren. Schrott. Steinpfeil. So, hier war. Nee. Ich packe so, jetzt mal. Ich werfe mal noch einen Blick auf unseren Radar. Aber wir fahren wahrscheinlich ganz falsch. 2400 entfernt. Ich pack mal das Zeug alles mal hier so weg. Ich pack das mal alles hier in die Werkzeugkiste. So, dann haben wir Seile, Seetang, Federn, Schrott, Seile. Ach, siehst du, jetzt haben wir zu wenig. Ah, okay, alles klar. 7149. Das ist also schon auf neu eingestellt. Das ist gut. So, und wir müssen aber nach da in Richtung. Ich sterbe gerade schon wieder. Warum machst du sowas? Wo bist du? Muss ich dich retten oder kannst du es? Nein, ich muss noch was essen. Ich mache mich erstmal komplett satt und dann mache ich mich. Ah, okay. Ich muss nach draußen eilen zum Wasserspender. Ich bin auch dafür, dass wir noch einen Wasserspender bauen. Ein Wasserspender?
Na, hier so einen großen noch. Ich baue jetzt erstmal einen zweiten Motor. Ja, mach du mal. Ich bin dann gleich so weit, um die schön zu bauen. Und ein Lenkrad. So. Und dann bin ich nämlich, dann habe ich, hab nämlich eine Idee. Für das Wasser habe ich eine tolle Idee. Und zwar würde ich irgendwie so eine Ecke bauen, wo wir dann diese Wasserversorgung machen und direkt daneben ein offenes Loch, wo wir dann direkt Wasser rausnehmen können, ohne hin und her zu laufen. Wir müssen ja alles verstärken. Das komplette Floß muss verstärkt werden. Ja, nun müssen wir erstmal. Ja. Ja. Kannst du mal beide Motoren anschmeißen, indem du den Hebel seitwärts bewegst? Ich vermute mal, da fehlt Treibstoff. Nee, habe ich reingemacht. Achso, hinten haben sie einen Anschmeißer. Verstanden. Verstanden. Und wir brauchen zwei. Das ist sehr stark. So, jetzt kann ich hier versuchen. Aber wieso laufen die nur so zaghaft? Und außerdem. Weil der Fluss so groß ist. Und außerdem rollen wir jetzt im Kreis, ne? Du weißt schon. Ja, das ist, weil ich hier oben lenke. Ach so. So. Klar, jetzt warum soll die Physik auch realistisch sein? Ja, ist völlig überbewertet, die Physik. Ist echt cool. Vielleicht laufen sie auch so langsam. Also ein Schaufelrad kann 100 von den Plattformen bewegen. Ich hoffe mal, wir sind noch nicht über 200. So, nach meiner Auffassung gerade haben wir ein richtig gutes Tempo drauf gerade. 19. Aber gut, dann haben wir jetzt schon was richtig Tolles geschafft. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, wo uns die Schaufelräder quasi hinführen. Und ich bedanke mich natürlich auch im Namen vom lieben Klabautermann fürs Zusehen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier auf Klabautermann LP und einfach Tommy, wir sind raus. Macht's gut.